Ho, ho, ho! Der Weihnachtssack ist noch prall gefüllt. Mal schauen, was mein kleiner Weihnachtself Kurando noch so schön Festliches für mich auf Lager hat. Seid ihr auch schön artig gewesen, meine lieben Freunde? Oder hattet ihr womöglich sogar ein paar Gnome-Issues-Probleme mit den weihnachtlichen Kobolden? Wir starten gemeinsam jetzt hier hinein und berühren mit unseren filigranen Fingerchen den Christbaumschmuck. Ja, ich hoffe, ihr seid bereit, Gaben zu erhalten. Wir drücken auf Play und ja, vergehen uns am Christbaumschmuck. Mal schauen, was hier so passieren wird. Oh. Okay. Wir stehen auf. Wir lagen offenbar am Boden. Mit F können wir unser magisches Santa-Licht benutzen. F. Ach, guck mal. Oh, ja. Geschenke sollen platziert werden unter dem Weihnachtsbaum. Wunderschön geschmückt hier mit allerlei tollen Christgaben. Die Söckchen gefüllt bereits mit Miniaturgeschenken. Und wir schauen, wo die Gaben platziert werden sollen. Ja, der Fernseher ist ja auch schon ein neueres Modell. Da brauchen wir nichts nachbestücken. Aber hier der Weihnachtsbaum. Können wir drücken? Ah! Sodass sich die Geschenke materialisieren hier vor unserem weihnachtlichen Augenpaar. Mit der heiligen Kraft des uns Gegebenen. Alles klar, war's das? Ah, jetzt sollen wir mal gucken, ob die Kinder des Hauses uns noch etwas hinterlassen haben. Ein paar Gaben für den Weihnachtsmann. Hm? Oh! Okay. Nochmal rangehen? Wir schauen noch mal um die Ecke. Ach, wie wunderschön. Neben ein paar Kerzen platziert. Drei leckere Chocolate Crisp Cookies. Köstlich. Und natürlich die Milch. Frisch gemolken für uns. Merry Christmas. So, jetzt sollen wir zurück zu unserem Schlitten. Habt ihr dem Weihnachtsmann schon mal Gaben dargeboten? Habt ihr ihm schon einmal etwas hingestellt? Und wenn das der Fall gewesen ist, hat er es denn angenommen? Oder lag es am nächsten Tag genauso noch vor Ort? Ja, wie kommen wir denn zum Schlitten? Wo kommen wir denn zum Schlitten? Können wir uns sehen? Nee, wir können uns nicht selbst sehen. Wir müssen also nach getaner Arbeit wieder verschwinden von hier. Okay! Grundgütiger Rudolf, was hast du nur getan? Wieso? Hat er sich den Kamin hinabgestürzt oder wurde er gestürzt womöglich? War da jemand eifersüchtig auf den Weihnachtsmann? Darauf, dass Rudolf nur von uns geritten wurde, womöglich? Wer wollte sonst noch geritten werden hier? Wo müssen wir hin? Ah, hier. Wahrscheinlich aufs Dach. Nee, können wir nicht. Was? Können wir nicht mit unseren schönen roten Frotteestiefeln hier nach oben? Wir dürfen die Treppe nicht berühren. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Aber hier, guck mal, Schrank. Ah! Nicht der Schrank, das ist der Gang. Nach unten in den Keller. Meine Güte, ist das dunkel hier. O2? Can do? Wo müssen wir hin? Können wir nicht irgendwie... Ah, alles klar, wir können hier unten unsere Weihnachtsmannmütze präsentieren und ein Stapel Schokolade. Mit dem Schokolädchen. Wie kommen wir denn hier raus? Warum sind wir im Keller gelandet? Das ist der letzte Ort, wo der Weihnachtsmann sein sollte. Dann am besten noch geknebelt und gefesselt. Nee, lasst mal lieber sein. Das ist nichts für unsere Äuglein. Da vorne ein Licht. Nee, kann ich nichts machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Unkütiger! Wie komme ich nur zum Schlitten? Wie schaffe ich es, durch die Dunkelheit zu passieren? Ohne mich total zu verranzen hier. Mein Weihnachtslicht ist zu schwach. Alles klar? Scheinbar haben manche Familien komischen Hang zu Dingen, die sie in den Keller stellen. Vor allem der glänzt, der ist erst schön frisch abgerubbelt worden. Wahrscheinlich ein bisschen mit Kokosöl garniert. Na gut, damit alles flutscht. Meine Güte. Ah, hier, was ist das denn? Speiseaufzug? Oh, the power is off. Kein Strom? Kein Strom. Oh, well, okay. Was ist das auf einer Handhaltung? Soll ich mich da raufsetzen jetzt, oder? Nee, ich geh mal lieber weiter. Ich glaube, wir hatten ja das Licht gesehen. Wir haben das Licht gesehen, der rote Schein. Ja, irgendwo war der gewesen. Es ist zu dunkel, das Spiel. Da hinten. Jawohl. Mann, da kommt man ja richtig in weihnachtliche Stimmung. So, Sicherung eingedrängt. Was ist das denn? Was ist denn hier passiert? Was ist da? Es ist hier einfach ein Tuch erschienen, aber es ist ein bisschen mehr Helligkeit gegeben. Wieder hier, ne? Oh ja, du sitzt noch genauso wie vorher. Ich hoffe, das bringt uns nun zu unserem Schlitten. Wir haben noch einiges zu... Hat man das gesehen? Wir wurden doch glatt nochmal begafft von oben. Ja. Dieses widerliche Plastikwesen dort. In Menschengestalt. Na, wie ist jetzt? Wir hoffen mal, dass wir jetzt aus der Gefahrenzone raus sind. Eieiei. Ein orangefarbener Schlauch. Was ist denn das für ein Haus? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da die Ausnahme bilde, aber ich habe jetzt nicht so einen Komplex unter dem Häuschen hier. Ja, das ist glaube ich nicht so alltäglich. Alter, wo sind wir gelandet hier? Okay. Moment mal kurz. Wir haben gerade noch Geschenke abgeliefert. Haben uns den Wanst vollgeschlagen mit schönen Dingen, die uns die Kinder des Hauses dargeboten haben. Und jetzt sehen wir unter dem Keller sowas? Was war das gewesen? Wer in aller Welt? Wie in aller Welt bist du? Beat the gnome! Wie mach ich das? Okay, einfach so. Einfach mal richtig schön eine Schelle geben. Stats kann man sehen. Ach. Mussten wir was geben, oder? Search for chocolate. It gives you Santa powers. Okay. Schokolade. Eine ganze Tafel, oder was? Offenbar ja. Hier hat jemand Aversion gegen den Weihnachtsmann, die er hier auslebt, auf dem Desktop. Santa is addicted to sweets. Chocolate empowers him. Also, lasst ihn nicht in die Nähe der Schokolade. Gut, dass ihr die hier hingelegt habt. Und auch noch geöffnet habt. Damit ich mit meinen Wurstfingern gar nicht erst die Packung mehr öffnen muss. Krampus und Gnome Corp. Unlock door? Ey, 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 ey. Hier noch ein bisschen Licht machen oder so? Wir gehen mal weiter. Das wird ja immer bizarrer, ne? Je weiter wir hier voranschreiten, wird uns hier gleich der Blick auf eine große Karte geboten. Wir sind offenbar jetzt gerade hier reingegangen von Süden aus hinein durch den großen Eingangsbereich und müssten jetzt hier stehen. Grundgütiger. Offenbar. Gefahren hier, Gefahren da. Schlüssel, Pärchen und natürlich noch ein paar schöne Dinge. Ist hier noch eine Rakete und dort oben ist der Schlitten offenbar. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen sollte. Links oder rechts? Ich geh erstmal, wenn wir hier sind, da lang. Können wir hier auch rein? Mal gucken.
Zwei Schokoladen haben wir. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Licht machen noch. Ah. Andi, was ich sehe, ist hier die Schokolade. Kann man hier denn, kann man das noch heller machen? Nee, ne? Diabolisch! Wie eh und je! Das ist der Weihnachtsalbtraum, den ich ja tagtäglich und jährlich sehe. Ach du mein Gott, der hat mir den da eingeklemmt, den kleinen Fratz. Oh, noch so einer. Verliere der Schub. Ach, ich verliere Schokolade durch meine Powerangriffe. Muss ja aufpassen. Muss ja aufpassen, dass ich zu viel weihnachtlichen Frohmut hier verteile. Oh, was Schönes hier? Was Feines? Nicht? Okay, gut. Okay. Die leuchtenden Augen lasse ich ja löschen. Das ist mein Umgang mit den Sachen. Gnome Hatchery, das ist die Brutanlage der Gnomkinder. Eine Schlüsselkarte. Alles klar. Hier aber nicht, ne? Oh, okay. Werden die hier gezeugt? Eine Blaupause der Viecher. Kann ich hier irgendwas machen? Da komme ich nicht weiter. Aber eine Schokolade haben sie hingelegt. Jetzt wissen wir, wo die Gnome herkommen, ne? Die werden hier in so einer unterirdischen Fabrikanlage gezüchtet. Gezeugt sozusagen. Das ist ein Akt einfach nur des Schaffens. Das ist kein. Die entstehen nicht aus einem Akt der Liebe. Das muss man da sehen. Geschenkefabrik. Na, immerhin. Eigentlich traurig, ne? Auch hier. Gelbe Schlüsselkarte wird gebraucht, um dort in der Geschenkefabrik mal ein bisschen rumzugucken. Boah, es könnte echt ein bisschen mehr Licht hier geben. Da hinten. Kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns immer orientieren in den Lichtern, ne? Hier gewesen? Nee. Dass wir hier nicht waren, davon zeugen. Die Schokoladen. Und natürlich der gute Herr hier. Kann ich immer meine Kraft hier nochmal zum Beleuchten benutzen? Nee, ne? Komm. Weg von hier. Ach, jetzt sind wir einmal im Karree gegangen. Der Schlüssel. Also müssten eigentlich hier hoch, rechts und wir brauchen erstmal die Schlüssel. Es bringt uns ja nichts, wenn wir nirgends durch können. Also hier und dann wahrscheinlich gleich einmal noch rechts gehen. Du Frechdachs. Ey, da sieht man ja gar nicht, wo die herkommen. Wo bist du? Noch einer. Wie kann man denn hier? Irgendwo rein? Müsst ihr eigentlich, ne? Ah. Da sind wir richtig. Oh oh. Unsere Energie, unser weihnachtlicher Hut ist leider ein bisschen lädiert. Da ist die Schlüsselkarte, die blaue. Okay, durch den Konsum von Schokolade regenerieren wir uns. Wofür brauchen wir denn die blaue Schlüsselkarte? Hier vorne? Irgendwo? Wobei, wir können, glaube ich, auch die gelbe holen, weil die auf der Karte auch hier in der Nähe verzeichnet war irgendwo, ne? Oder kommen wir jetzt hier schon rein? Nee, gelb! Boah, ey, hier muss man aber wirklich mit der Dunkelheit klarkommen können. Auch hier, all is yellow. Komm, ich komme hier weiter? Nee, da hänge ich fest. Hier irgendwo? Finstere Weihnachtszeichnung. Das war auch gelb, ne? Dann gehe ich aber mal hier weiter. Ich gehe mal kurz wieder zurück und gehe da hinten um die Ecke. Hier waren wir, glaube ich, gewesen. Die Brutanlage. Jawohl. Teddy Factory.
Das heißt, hier muss irgendwo auch noch eine Schlüsselkarte sein. Womöglich hier? Na? Nur ein paar Leckereien. Und die gelbe Schlüsselkarte. Ah! Dann haben wir aber noch eine verpasst. Der Frechdachs. Jetzt dürften wir eigentlich überall passieren können, ne? Hier hinein. Da werden also die Teddybären nicht nur geschaffen, sondern auch gleich verpackt. Können wir hier irgendwas machen mit? Oder ist das einfach nur... Just Dekorate! Die werden bestückt mit Dynamitstangen? Ernsthaft? Wisst ihr Bescheid, ne? Fortan? Was für explosive Freuden euch hier unterbreitet werden? Ist irgendwie manipulieren? Oder ist da wirklich nichts zu tun? Nicht mal mein Käfig hier noch hier. Na gut, wir gehen weiter. Wir sind einfach nur Zeuge davon geworden, was hier so vor sich geht. Dort vorne können wir mal vielleicht lang. Ach du meine Güte. Bitte. Lass mich in die Brutstätte. Die Tür hat sich ja schon geöffnet. Da kommen sie auch schon her, ne? Ein radikaler Schokoladenverbrauch, der sich hier ankündigt. Aber es wurde nachbestückt. Gott sei Dank. Was war das gewesen? Ein Schokolade oder ein Keks? Jemand einen Cookie versteckt? Na, komm schon. Das ist die Brutstätte nochmal. Konnte ich jetzt irgendwas noch machen? Nee, ne? Wäre schön, wenn ich das irgendwie ausschalten könnte. Ich müsste sonst gleich nochmal auf der Karte blicken. Aber jetzt müssten wir auch hier lang können, ne? Ah, noch einmal. Allerlei Kleinigkeiten. Nur nochmal zum Nachbestücken. Hier waren wir jetzt auch schon gewesen. Gleich. Alles jetzt gar nicht so groß angelegt ist, verranzt man sich schon relativ schnell, ne? So. Insbesondere, weil das so arg düster ist hier unten. Ah, okay, da kann man nicht weiter. Mhm. Haben wir hier raus? Oder dort? So. Jetzt schauen wir, dass wir irgendwie zu unserem Schlitten kommen. Sind genug jetzt rumgegeistert. Haben noch 7 Tafeln Schokolade. Kein Peil, was wir sonst machen wollen. Das sind ja 2 Brutanlagen hier. Und das ist ein endloser Strom an Gnomen offenbar. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Da wären wir wieder. Hier hoch müssen wir. Also einmal rum und dann geradewegs durch. Es wird auch Zeit. Hier lang? Ich hoffe doch schon. Was ist das für ein Ort? Und wer bist du? If you stand up, I knew you would come. You have to stop those evil gnomes. Ja, aber wie? Gnome hackers and shut down their factory. You will need key cards to access the facility and return the plate. Milady. Now go. I believe in you. And don't worry about me. I'll be fine. Okay, die Fabriken müssen abgestellt werden. Nehmen wir erstmal noch ein bisschen Schokolade mit. Jetzt habe ich eigentlich meine Hauptaufgabe gekriegt. Auch nicht schlecht. Bisschen spät. Eine Taschenlampe wäre aber eigentlich noch ein bisschen schöner gewesen.
Aber gut. Ist hier noch was? Ah. Was auch immer wir jetzt geholt haben, es ist die Rakete gewesen wahrscheinlich, ne? Und hier? Ein bisschen Schokolade noch zusätzlich. Fabelhaft. Damit uns ja nichts mehr passiert. Wobei, wir sehen. Da ist einer. Wir müssen voran und die Brutstation womöglich erst einmal zerstören. Okay, okay, okay. Es geht einiges jetzt hier vor sich. Die werden hier gezeugt wie sonst was. Wie mache ich das aus? War das kaputt? Was muss ich tun? Kann ich überhaupt was tun? Da! Ah! Ich muss da hacken! Wahnsinn! Das ist mir ja was hier. Also nicht wundern, ihr seid nicht blind, das Spiel ist zu dunkel. Ne? Nicht, dass ihr denkt, dass ihr jetzt hier durch konstantes auf einen schwarzen Bildschirm gucken das Augenlicht verliert. Nein, das ist das Game einfach nur an sich. Was uns nicht sehr viele Bilder ins Auge projiziert. Wir wollen nicht sehen. So, noch zwei Täfelchen noch. Das wird aber kritisch hier. Hack das Ding schnell. So. Jetzt müssen wir noch die Geschenkefabrik zerstören, beziehungsweise ausschalten. Ach komm! Lass es sein. Genug davon. Jetzt können wir es ja offensichtlich, ne? Die Frage ist nur, wie? Ist ja auch irgendwas zu hacken? Oder hier! Gerade gar nicht gesehen. Ich glaube, es waren auch zwei allein, ne? Wären wir doch beim Stile des Hauses geblieben. So hier unten in dem Komplex verliert es doch ein wenig seinen Charme. Ne, ich kann nicht mehr. No energy! Ist natürlich sehr nett. Das heißt, wir müssen rennen. Können uns gar nicht mehr zur Wehr setzen? Ist das wirklich so? Wie soll denn Santa so arbeiten? Security breach. Hätten wir es jetzt auch? Ich hoffe doch sehr. Oh, er langt natürlich zu. Das müsste es eigentlich gewesen sein, ne? Vier Anlagen? Laut Karte dürften wir durch sein. Ich hab die Gnome doch schon allesamt erledigt. Da dürfte nichts mehr existieren. Alles abgeschaltet, ausgelöscht. Ich brauche Schokoladen, um überhaupt noch was zu machen. Und ich sehe nichts. Das ist das größte Problem. Meine Güte, das ist ja kaum auszuhalten. Na gut, dann spulen wir mal vor, bis der Depp mal was geschissen kriegt hier. Mit unserem Erfolgserlebnis hier, das sich nicht so anfühlt, aber trotzdem beehren und sagen, das war's. Ja? Ach komm, halt die Klappe. Ich geh weiter. Kann ich jetzt hier raus? Ach, guck mal hier! Ach, sieh mal einer an!
Ah, ich musste hier materialisieren. Ich hätte einfach nur hergemusst, die ganze Zeit. Na sowas. Jetzt, war's das? Aha! Der war geworden Albtraum. Ist das der Krampus? Okay. Ei, den sind wir wenig ab, ne? Der richtige Zuckung. Ja! Moment. Emergency, kann ich hier was machen? Ah! Ach geil, ich kann den hier richtig schön abbaldowern damit. Das muss jetzt erstmal. Ach, das hatte. Eine Zeit vor 30 Sekunden muss ich jetzt vergehen. Also, wobei kann ich hier auch wieder? Nee. Wieder. Uah. Boah, der zieht aber auch was ab, ne? Ich glaube, ich muss den auf Trab halten so lange. Sei denn, ich krieg ihn so kaputt, denn irgendwie machen wir ja doch Schaden. Au, ja, das ist ja schön. Wundervoll. Und jetzt? Der ist eliminiert. Okay. Can you please get me out of here? Maybe try breaking the glass. Nach! Sehr fabelhaft. Alter, wie siehst du denn aus? Was ist mit deiner Haut passiert? Truly are a hero, Santa. Let's get the hell out of this dang place. Gehört diese Persönlichkeit auch irgendwie in die Weihnachtslore? Hat da jemand Ahnung von irgendwie? Passt die in die Weihnachtsgeschichte? Hat die auch irgendwie eine christliche Herkunft? Diese Mademoiselle? Meine Güte, das war ein dunkles Spiel. Ich hoffe, dass ich die irgendwie postproduktiv irgendwie noch ein bisschen heller machen kann. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr als ich, aber sonst war das wohl der letzte Ritt des Weihnachtsmanns. Aber in dieser Form natürlich nur. Denn das Spiel wird eliminiert. Das wird endgültig ausgeliefert. Von meinem Rechner verbannt. In einem tiefroten Paket. Dann auf die Tiefen des Ozeans verfrachtet. The End. Ja, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Ja, gut. Danken will ich dafür nicht, dass ich das spielen musste, aber... Ja. Das waren die Probleme mit den Zwergen und nicht nur damit. Mit vielen anderen Dingen auch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig weihnachtlichen Missmut, der in euch aufgequollen ist. Wir sehen uns natürlich beim nächsten schönen Spiel wieder. Bis dahin fühlt euch gedrückt vom Weihnachtsmann, ihr lieben Leute. Bis dann, auf Wiedersehen. No, 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 das ist ein Geschenk, was man gerne weiter verschenkt. Am besten an jemanden, den man nicht allzu gerne hat. Ein frohes Fest, ihr Lieben.